Servus miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder mit einem neuen Teil Chiropraktik am Start und wir haben ein fast bekanntes Gesicht hinter der Maske. Ellen ist wieder da und wir machen heute einen kleinen Refresher nochmal. Ne? Du hattest mich angerufen und hast gesagt, na, da bahnt sich schon wieder ein bisschen was an. Bevor ich jetzt wieder weiterrede, erzähl dir nochmal bitte kurz was. Ja, also es startet schon wieder mit den Spannungskopfschmerzen, da hatte ich ja letztes Mal schon was zu gesagt. Und ich habe jetzt immer zwischendurch, wenn ich wach werde, Probleme, dass ich aufwache und Schwierigkeiten beim Einatmen habe, dass ich dann in der Mitte des Rückens so eine Art Ziehen habe, also dass ich gar nicht so richtig Luft holen kann. Das legt sich dann innerhalb von ein paar Stunden auch wieder so ein bisschen, wenn ich mich bewegt habe, aber wenn ich halt aufwache, manchmal werde ich wach und habe halt Schwierigkeiten dabei einzuatmen. Kannst du das jetzt gerade Luft provozieren? Also merkst du irgendwie? Nee, provozieren kann ich das nicht. Also das ist wirklich ganz oft einfach beim Wachwerden. Okay, gucken wir gleich einfach mal. Ja. Spannungskopfschmerz hatten wir ja. Wie war es denn nach der letzten Behandlung? Da war es viel besser. Also nach der Behandlung hatte ich erstmal ein paar Wochen gar keine Probleme damit. Okay, und hast du eine Vermutung, warum das jetzt wieder richtig losging? Ja, ich saß jetzt halt wieder vermehrt am Schreibtisch, habe wahrscheinlich wieder mehr runtergeguckt und ja, dadurch ist man halt, glaube ich, in der ganzen Partie hinten einfach verspannter, ne? Was macht man dagegen? Bisschen Lockerung und ein bisschen Faszientherapie. Ja, aber immer der Beugung entgegenwirken, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich das, was ich hier in der Therapie dann auch mache. Ja. Dem Körper wie die Möglichkeit geben, sich aufzurichten. Und je häufiger du das während der Arbeit machst oder am Schreibtisch, dann musst du immer wieder dein Muster ein bisschen durchbrechen. Mhm. Okay? Ja. Das ist ganz wichtig. Was macht dein Becken unten? Das geht eigentlich super. Also da hatte ich bis jetzt keine Probleme mehr mit. Okay, alles klar. Und Spannungskopfschmerz, wann war das? Das jetzt in den letzten Tagen richtig intensiv? Ja, genau. Oder? Letzte Woche, ich glaube Donnerstag oder Freitag, auch morgens auf dem Weg zur Arbeit, habe ich das ganz extrem gemerkt. Das ist halt so ein nerviger Druck einfach vorne im Kopf. Also nicht so richtiger Kopfschmerz, sondern so ein Druckempfinden, was einfach total nervig ist auf Dauer. Okay, gut. Dann werde ich mir mal deine Wirbelsäule schnell angucken. Mhm. Und dann, es wird mich überraschen, wenn wir so viel zu tun hätten wie beim letzten Mal. Ich gucke einfach mal, ja. Mhm. Wir werden heute auch ein bisschen mehr Gas geben. Okay, dann wollen wir uns nochmal den Rücken angucken und wir starten mal mit der Untersuchung. Okay? Wie gewohnt fange ich unten an und arbeite mich dann langsam nach oben zur Halswirbelsäule. Und wir gucken jetzt erstmal einmal hier unten im Beckenbereich, wie es hier aussieht. Auch wenn Ellen mir angegeben hat, ist alles cool, muss ich das trotzdem mitchecken und mir einmal nochmal angucken. Beim letzten Mal, glaube ich, hatten wir auf der linken Seite echt eine heftige Blockade. Einmal nach vorne beugen mit. Und komm mal wieder hoch. Nochmal mit. Und hoch. Gut. Und nochmal. Und hochkommen. Einmal noch. Ja, okay. Gut, komm wieder hoch. Also beim letzten Mal hatten wir vor allem hier den Bereich da, der war bei dir ziemlich fest, Ellen, ne? Mhm. Und das ist schon vom Tasten her beim letzten Mal, meine ich, ein richtiger Unterschied, Seitenunterschied. Das ist schöner ausgeglichen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das können wir uns hier sparen. Das können wir rauslassen. Und Ellen, jetzt lass uns beide noch mal ein bisschen zusammenarbeiten. Versuch mal ungefähr die Höhe einzuschätzen. Wenn du morgens jetzt aufwachst und diese Einatemprobleme hast. Ja, da, also wo du eben warst, das war schon. Hier, da, da? Ein bisschen, ja, so da die Ecke, glaube ich. Aber das zieht halt auch ein bisschen hoch. Ja, ja, so, das Hochziehen darf das auch. Mhm. Wie ist das? Das ist nicht so gut. Und da? Bisschen besser. Und da? Auch wieder nicht so gut. Und da? Besser. Und da? Nicht gut. Okay, gut. Jetzt habe ich dreimal die Bestätigung von dir bekommen. Nicht gut. Ich wollte mal einmal auf Nummer sicher gehen, aber das spürt man auch hier. Der hier. Zieht das dann beidseits rum oder ist das einfach nur hier hinten dann stechen, wenn du atmest? Nee, das ist nur hinten. Ja. Okay. Ist relativ BH-Höhe,
So ein ganz klein bisschen drüber. Ich habe mal auch ein bisschen runtergezogen. Da muss man immer ein bisschen gucken, aber so fest sitzt er jetzt bei dir, glaube ich, auch nicht, oder? Achtest du ein bisschen drauf? Mhm. Gut, trotzdem können wir uns gut merken, hier auf der Höhe. Da werde ich deinen Brustwirbel noch bearbeiten müssen. Jetzt hatten wir beim... Gut. Wie war hier oben dieser Bereich? Mhm. In letzter Zeit hier... Zieht die Spannung dann auch hier runter oder kam das jetzt von hier unten auch hoch? Oder? Nee, von unten hoch. Also so weit hoch kam es dann von unten nicht. Mhm. Zieht es von oben hier runter rein? So ein bisschen, ja. Ein bisschen, okay. Mhm. Okay, gut. Dann, beim letzten Mal hattest du hier oben eine Blockade. Mhm. Das fällt mir erstmal nicht auf. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier oben in der unteren Halswirbelsäule noch arbeiten müssen. Das gucke ich mir jetzt an. Und dann wollen wir einmal. Guck mal einmal nach rechts, so weit wie es geht, bitte. Ui, guck mal nach links, bitte. Gut, hat man da nicht beim letzten Mal einen Unterschied? Mhm. Deutlich, ne? Ja. Okay, den haben wir heute nicht. Das gefällt mir schon mal gut. Kinn Richtung Brustbein. Und einmal in den Nacken, bitte. Ja, und. Nochmal einmal Kinn Richtung Brustbein. Was ist denn eigentlich, wenn du sagst, so, ah, ich glaube, durch Sitzen ist das wieder provoziert worden. Also, was machst du selber dann nochmal dagegen? Ja, ich versuche halt manchmal so meinen Kopf so ein bisschen zu drehen und wenden, sag ich mal. Oder mich mal eine Zeit lang einfach nur so auf den Schreibtischstuhl zu setzen, ohne runter zu gucken. Also so kurz mal eine Pause zu machen. Mhm. Also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass dein C6er, den würde ich gerne noch, das ist hier unten, da in dem Bereich, in Bewegung bringen. Ansonsten muss ich nachher nochmal in Rückenlage gucken. Ich fange jetzt eigentlich schon fast an zu behandeln, weil hier die, merkst du, ne? Mhm. Hier, das ist ja, ich arbeite ja sonst immer viel mit Lotion. Blöde ist bei Lotion, natürlich, dass ich nicht so viel Grip habe und dann auch schneller abrutsche. So habe ich Ellen jetzt richtig schön im Griff und kann... Also entweder meine Hand wird gerade warm und etwas schwitzig oder es ist deine Stirn, Ellen. Mhm. So, wir wechseln einmal die Seiten. Jetzt bin ich auch schon mitten in den Hauptbereichen eigentlich, die kennst du, ne? Das sind die Spannungsautobahnen, nenne ich sie immer. Die dann hoch in den Kopf gehen. Und... Ja, ach, warte mal, da fällt mir noch was ein, ey. Ich fäng gleich mal rechts und links, bitte. Merkst du es rechts oder links mehr? Gerade rechts. Wenn ich das letzte Video nochmal angucke, da bist du mir hier voll abgehauen, weißt du noch? Mhm. Da durfte ich gar nicht richtig dran gehen. Das war hier richtig, da hatten wir C3, glaube ich, war das auf der linken Seite. Ich kann mir nicht immer alles hundertprozentig merken. War mega blockiert. Das geht heute gut. So komme ich noch ein bisschen tiefer in die Strukturen. Es ist nicht unbedingt angenehmer. Nee. Ne? Aber durchaus sehr effektiv. Gehe jetzt viel in Querdehnung und Trigger gleichzeitig auch noch. Und bringe die Wirbel auch noch in Bewegung. Wir sind beide ein bisschen leiser, gerade weil es einfach schon
ist ein recht intensiver Behandlungsauftakt. Aber wir haben auch heute wesentlich weniger Beschwerden bei allen. Und da werden wir heute auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Arbeitest du denn noch hinten, also mit der Rolle oder mit dem Stab oder mit dem Ball? Ja, mit der Rolle und dem Ball zwischendurch. Mhm. Guck mal einmal nach links. Einmal nach rechts. Gut, einmal in die Mitte gucken. Einmal das linke Ohr auf die linke Schulter legen. Rüber. Gut. Und wieder nach vorne. Und das gleich zur anderen Seite. Genau. Komm, rüber. Ja, genau, dahin. Okay, gut. Und locker lassen. Gut, durchatmen. Merkst du? Na, rot. Ja. Ja, ja. Das ist halt immer, na, jetzt gerade kannte ich die ganze Zeit, ich habe gesagt, ich will dich wieder auch in Streckung, in Aufrichtung bringen. Das geht dann einfach auch ohne Lotion echt mal gut. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen tiefer noch rein. Hier zwischen die Schulterblätter. Also, jetzt kommt natürlich die Frage auf, naja, das letzte Mal, als du Ellen bearbeitet hast, war ja auch Spannung vorhanden. Ja, definitiv. Aber wir sind jetzt gerade noch in der Phase, wo sich das so langsam aufbaut. Ne? Ich merke, dass das hier, auch hier unten, ne, das Zentrum, das ist eigentlich ganz gut. Auch hier oben, das ist noch in Ordnung. Aber das sage ich, das wiederhole ich immer wieder gerne. Arbeitsbelastung, Alltagsbelastung sind meistens Auslöser für solche Problematiken. Das hast du ja selber schon an deinem Schreibtisch gemerkt. Ne? Ja. Und dann ist es auch echt immer schwierig, so den Arbeitsalltag zu durchbrechen. Ne? Immer zu sagen, okay, jetzt stelle ich mich mal hin, telefoniere mal einmal im Stehen oder sonst irgendwas, das geht dann doch häufig wieder verloren. Was man aber immer machen kann, ist zu Hause abends ein paar Übungen zu machen, um ein bisschen gegen anzuarbeiten halt. Ne? Das geht schon. Und da kannst du noch so viel Dehnen, Kräftigung machen oder sonst irgendwas, wenn man nicht mit irgendeinem Hilfsmittel, mit Rolle, Stab, Ball oder sonst irgendwas, diese Art Gewebetechnik, dann wird das schwierig. Dann kriegst du da auch echt wenig Spannung raus. So. Jetzt mache ich dich noch mal ein Stückchen größer. Ja. Da rein. Ist okay? Mhm. Gut. Okay, einmal Seitenwechsel. Alles okay? Das hat geknackt, aber das war die Muskulatur. Gut, okay, gut, durchatmen. So. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass du das Bedürfnis hast, dich hinzulegen. Können wir jetzt mal nachgeben. Du kannst dich hier einmal auf den Bauch legen, bitte. Okay. So, hier für dein Gesicht noch. Okay, gut. Einmal die Füße bitte hoch. Und runter. Gut, ich mache mal hier einmal auf, ne? Dann komme ich nämlich jetzt hier, gehen wir mal tiefer noch in die Brustwirbelsäule, lassen die Halswirbelsäule mal einmal ein bisschen in Ruhe und gehen jetzt in den Bereich, wo sich morgens ein bisschen deine Atembeschwerden dann widerspiegeln und das ist hier, da. Und
Okay, ihr merkt es nicht, aber du hast es vielleicht gemerkt, dann kommt sofort einiges in Bewegung, ne? Bums, ja. Hier auch schon wieder. Ich glaube, das habt auch ihr gehört. So, also da sind jetzt gerade noch mal so ein paar Wirbel, ne? Da haben sich ein paar Kapseln gelöst. Das ist aber relativ, ich habe ja gerade erst mal angefangen, ne? Das ist wirklich relativ simpel. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen tiefer reingehen, da. Durchatmen, Ellen. Okay, gut. So. Dann entspanne ich noch mal kurz. Ich gehe jetzt mal einmal an deinen Brustwirbel. Dem muss ich noch einen kleinen Schubser mitgeben. Nochmal einatmen, ausatmen. Okay, gut. Gehen. Ein. So. Das war mal ein kleiner Schubser, der sich aber auch gelohnt hat. Genau hier auf der Höhe, ne? Da hat es erst ein bisschen, das kann immer mal passieren, auch durch Niesen, durch Husten, durch alles Mögliche, dass sich gerade in der Brustwirbelsäule mal ein Wirbel verstellt und dann merkt man das beim Atmen. Und morgens merkt man das immer ganz häufig, weil man nachts sich einfach wenig bewegt hat. Mhm. Was haben wir nachts weniger? Durchblutung und Stoffwechsel. Ne? Mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich immer wieder sage, was ich hier mache, ist Durchblutung erhöhen, Stoffwechsel erhöhen, Gelenke stellen. Und das ist dann morgens, wenn man ein körperliches Problem hat, macht sich das meistens morgens schneller bemerkbar, ne? Okay. Aber auch vorhin, als ich hier durchgegangen bin, du hast das gemerkt, ne? So, dok, 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 das hat sich alles einzeln gelöst, aber total easy. Für mich ein gutes Zeichen, dass man da nicht zu viel Druck aufwenden muss, weil dann ist alles noch in Bewegung, ne? Das ist wichtig. So, okay. So, Ellen, das ist gar nicht so viel Gewebearbeit heute. Ich habe vorhin im Sitzen schon, bin ich ziemlich tief hier reingekommen. Ja? Ja. Das brauchte ich jetzt. Brauche ich jetzt gar nicht so viel weiterarbeiten. Ich muss jetzt nur einmal hier an den sechsten Halswirbel. Guck mal, die klaue ich dir einmal ein bisschen. So, einmal das Kinn dahin, genau. Einmal den Kopf da ein bisschen locker lassen. Gut, okay, und wieder zurück. Und, achso, warte. Ja, lass mal, bleib nochmal liegen. Wollte hier nochmal die Seite einmal mitnehmen. Dafür den Kopf nochmal einmal hier hin. Einatmen, ausatmen. Gut, und einmal die andere Seite. Warte, den Kopf ein bisschen, ne? So, einatmen. Wasser. Jo, das hat sich gelohnt. Okay, gut. Guck mal hier, nochmal für dich. Okay. Und ablegen. Jetzt haben wir den Übergang hier gut gelöst. Das hier unten, deine Atemrestriktionen, die sollten jetzt, morgen wirst du es vielleicht noch ein bisschen merken, du
Es ist immer so, der Körper pendelt sich da ein bisschen ein. Übermorgen sollte das definitiv weg sein. Hier oben war doch nochmal durch deine gebeugte Haltung mehr, als ich gedacht habe. Und jetzt gehen wir noch an die Halswirbelsäule. Und dafür lagern wir dich aber gleich noch ein bisschen um. So, Brustwirbelsäule wieder echt ein bisschen mehr als gedacht. Ließ sich aber alles echt easy in Bewegung bringen. Also ich musste zwar doch mehr machen, als ich gedacht habe, aber die Impulse waren relativ gering. Ne? Jetzt will ich nochmal die Halswirbelsäule einmal hochgucken. Und dein sechster Halswirbel ließ sich auch gut in Bewegung bringen. Jetzt müssen wir aber noch gucken, dass wir oben drüber kommen. Also, es fühlt sich relativ ausgeglichen an. Es ist ein ganz klein bisschen hier auf der linken Seite. Ja, das ist noch die Stelle, die beim letzten Mal wirklich enorm, die mir richtig entgegengesprungen ist. Würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr in Bewegung bringen, aber da ist keine Rotation, da ist keine Seitverschiebung. Das ist eigentlich nur, ich nenne das jetzt mal eine globale Entfaltung, um das in Bewegung zu bringen, hier noch ein bisschen mehr. Fühlt sich nichtsdestotrotz eigentlich die Halswirbelsäule relativ ausgeglichen an. Kann auch sein, dadurch, dass ich jetzt das System, ne, bei dir in der Mitte schon gestellt, dass es hier oben auch schon wieder ein bisschen besser ausgerichtet hat. Im Sitzen konnte ich da aber auch nicht so richtig viel tasten. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal einmal rein. Ich glaube, das war es dann auch. Obwohl, die Schulter mache ich gleich noch einmal. Zum Schluss. Genau. So, dann wollen wir mal gucken. So, locker lassen kannst du ja gut, genau, einatmen, ausatmen. Da haben wir noch nicht ganz gekriegt, ne? Tat das weh? Nö. Ist noch nicht komplett verriegelt. Da muss ich noch einmal reingehen. Okay, gut. So, genau, einfach ablegen. Gut. Einatmen. Ausatmen. Nee. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Rotation, keine Seitneigung. Ne? Ich wollte ein bisschen Druck rausnehmen aus der Halswirbelsäule, aber ehrlich gesagt, wenn es jetzt nach dem zweiten Mal gar nicht gekommen ist, dann lasse ich die Finger auch einfach davon. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und dann muss ich da gar nicht mehr verzweifelt versuchen, da Druck rauszukriegen, weil dann ist das für den Körper auch voll und ganz in Ordnung. Für mich echt ein gutes Zeichen. Und mehr müssen wir dann hier oben eigentlich gar nicht mehr machen. Also das ist ein großer Unterschied zum letzten Mal. Ne? Beim letzten Mal haben wir hier oben echt noch einiges an Lautstärke gehabt. Aber auffällig war deine Brustwirbelsäule. Ne? Ja. Und da kommt das Sitzen definitiv mit ins Spiel. Deswegen, dann gehen wir einmal nochmal an deine Schultern. Du setzt dich mal einmal da langsam auf, genau. Die Beine packst du mal da raus. Und dann gibst du mir mal einmal den Arm, die Hand, die packst du einfach mal hier hin. Und jetzt lässt die Schulter einfach mal locker. Gut, und einmal die andere Seite. Auch die Hand hier hin. Ellenbogen einfach sinken lassen, Schulter sinken lassen, genau. Okay, gut. So, Schulter nochmal ein bisschen nach hinten gebracht, um hier nochmal Aufrichtung ein bisschen mehr reinzukriegen. Okay, und
Das war jetzt heute eigentlich mal ein Ellen. Mhm. Cool, dass du mir nochmal Bescheid gegeben hast. Weil das war jetzt nochmal ein exemplarisches Beispiel auch dafür, wie so eine Nachbehandlung einfach auch aussehen kann. Ne? Mhm. Ich musste nicht so viel quatschen. Ich musste nicht so viel untersuchen. Und ich musste auch nicht ganz so viel behandeln. Und es war auch wieder ein bisschen anders. Ja. Ja? Und insofern, du kennst ja eigentlich schon noch, was du nach der Behandlung machen sollst. Ne? Das gilt jetzt natürlich auch wieder für dich. Keine großen Belastungen. Ja. Und nicht einseitig, kein Sport etc. Da bist du ja eigentlich schon Profi drin. Insofern muss ich dir gar nicht mehr großartig erklären. Es war heute auch wieder ein bisschen anders als gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir oben noch ein bisschen mehr finden, war aber gar nicht. Dafür waren aber die Spannungen da. Im Gewebe, tief. Ja. Hier, die Extensoren, die waren sehr angespannt. Deswegen musste ich da im Sitz. Das war richtig übel am Anfang, ne? Direkt am Anfang. Dann in Bauchlage, oberflächlich, habe ich kaum noch was gemerkt. Dafür die Brustwirbelsäule, sehr stark. Und dein Übergang hier, ne? Zwischen Brustwirbelsäule und Halswirbelsäule. Insofern, das kann ich dir absolut recht geben. Dein Sitzen hat dich definitiv auch provoziert. Und du musst wirklich zwischendurch mehr in Extension kommen, in Streckung. Ja. Und gegebenenfalls sonst auch im Büro mal mit einem Ball oder sonst irgendwas an der Wand arbeiten. Ja. Ja? Okay. Damit sich das auf Zeit dann auch wirklich richtig stabilisiert. Ja, aber mir hat Spaß gemacht. War mal ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Ja. Und wir gucken einfach, wie es jetzt weitergeht, aber dafür, da sollten wir jetzt erstmal wieder einiges in Bewegung gebracht haben. Ne? Ja. Gut, okay, ja, ich glaube, das war jetzt heute mal das Kürzeste, was wir jemals gedreht haben. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne abonniert unseren Kanal unten und in der Videobeschreibung steht alles drin, wo ihr uns findet, welche Adresse wir haben etc. Guckt da einfach nach und schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht's gut. Tschüss. Ciao. Thank you.